Ja, da ich gerade so ein dummer Idiot war. Was hat der denn? Wieso ist denn der rot markiert? Moment, ich hau den mal eben um. Müssen wir den schon töten, oder? Nö, anscheinend nicht. Ich muss mal eben gucken, welches Tierchen ich uns jetzt fange. Was hat der? Der hat Level 5. Dann holen wir uns doch einfach mal ein Bärchen, was Level 5 hat. Na, komm mal her. Auf gut Glück, dass wir das jetzt vielleicht nicht gerade sofort wieder versemmeln. Ja komm, hier tritt ihn. Der hat auch wieder ein Schneckchen dabei. Ja, da können wir es fangen. Hol dir mal das Bärchen rein. Ich wollte gerade sagen, passiert da auch noch was? Okay. Oh, 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 komm, fang's jetzt. Sehr schön. Und dann würde ich schon fast sagen, werden wir jetzt mal den... Wie schaut's denn da aus? Nehmen wir jetzt mal den Geier. Ah, der versteckt sich wieder. Dann bringt uns der Angriff jetzt wahrscheinlich nichts. Habe ich mir beinahe gedacht. Aber gut, er hat auch verfehlt. Das heißt, wir können nochmal angreifen. Ihn seinen Angriff versauen, also schwächer machen. Oh, krass. Diese Drecksschnecke. Sehr schön. Ein Bärchen für uns. Wir haben wieder ein bisschen Erfahrungspunkte für unsere Viecher bekommen und ein bisschen Leben. Und selber haben wir auch wieder 400 Erfahrungspunkte bekommen. Was haben wir denn hier noch? Das sind wieder die Jungen. Okay, die brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt als nächstes mal den Flugpunkt für uns frei. Dass wir hier in Zukunft auch immer hinfliegen können, wenn wir hier mal hin zurück müssen. Da ist auch noch ein Worgen, auch mit seinem Zylinder. So, den haben wir uns schon mal freigeschaltet. Jetzt müssen wir gucken, wo sind da? Da sind sie. Was ist denn das hier? Sind das Urtume? Ach, wie geil sieht das denn aus? Das gab es damals in dieser Form auch noch nicht. Ah, oh, wie genial. Ich freue mich, richtig. Was haben wir denn da? Die Offensive festigen. Wenn Malfurion euch vertraut, so werde ich es ihm gleich tun. Ihr werdet sehen, dass unsere Feinde im Süden weitaus zahlreicher sind als wir. Wo rohe Gewalt und Übermacht gegen uns sind, werden Strategie und Täuschung unser größten Vorteile sein. Keine Spuren hinterlassen. Südwestlich von hier liegt der Leichnam eines Wesens, das in irgendeiner Verbindung zu den alten Göttern steht, die die Schattenhammer-Kultisten verehren. Es wurde von vor unserer Zeit besiegt, wenn nicht von den Titanen selbst, so sicherlich von einem ihrer Schöpfungen. In der letzten Zeit haben wir zunehmend Aktivitäten der Kultisten beobachtet und das kann nur bedeuten, dass uns etwas Schreckliches bevorsteht. Wir müssen herausfinden, was sie dort vorhaben und warum. Nehmt diese Figur, sie wird euch dabei helfen, bei euren Untersuchungen unbemerkt zu bleiben. Mögen euch die Sterne leiden. Okay, was haben wir da? Da können wir uns wahrscheinlich verwandeln, wa? Benutzen in einen pirschenden Panther verwandeln und auf spürbar für die meisten Gegner. Ah, okay. Was haben wir hier? Was ist mit den Furbolgs der Schwarzfälle los? Unsere Vorfahren lebten schon seit Generationen friedlich neben den Furbolgs der Schwarzfälle. In letzter Zeit aber ist der Kontakt zu den Siedlungen abgebrochen, die sich tiefer im Wald befinden. Eines ihrer größten Dörfer, Schwarzfellfeste, befindet sich südlich von hier. Reist dorthin und findet den ältesten Brolk. Fragt ihn, warum sich sein Volk von uns zurückgezogen hat und bietet eure Hilfe an, wenn es ihrer bedarf. Ja, das machen wir doch glatt. An die Quest kann ich mich auch noch erinnern. Was haben wir hier noch? Aufgezehrt. Meine größte Sorge gilt den Distelbeerfamilien, die diese Wälder behausen. Südlich von hier, hinter dem Bärenschrein, ist eine gesamte Generation der Bären erkrankt. Entschuldigung.
von den Bären erkrankt. Scheiße, wo war ich jetzt? Schrecklich erkrankt. Crazy Bane, ich weiß nicht, woran die sie leiden, aber es scheint sie von innen aufzuzehren. Der Gedanke, dass eine gesamte Generation nicht mehr zu retten ist, ist entsetzlich. Aber wir müssen sie töten, damit ihre Körper der Erde zurückgegeben werden. Und was noch wichtiger ist, wir müssen den Ursprung der Krankheit finden. Untersuch den See, aus dem die Bären trinken. Auch das können wir machen. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir erstmal, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen als erstes nach 2, weil das am nächsten dran ist an unserer Position. Und wer weiß. Ach komm, den nehmen wir auch noch mit. Der hat auch Level 5, gibt uns auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Ist aber auch wieder nur ein graues Bärchen, das ist ja total lästig. Müssen wir mal eben gucken. Oh, das, nehmen wir den Vogel mit. Oh, und der Bär hat diesmal eine Ratte dabei. Wenig effektiv, finde ich gut. Schade, wenn das jetzt ein blauer Bär gewesen wäre, hätte ich mir den auch noch wieder gefangen. Aber so bringe ich ihn einfach mal nur um. Was ist das denn? Der schläft nur... Oh nein, jetzt schläft er und heilt sich wieder. Nee, das machst du nicht. Kriegst sofort einen auf den Sack. So, dann würde ich sagen, die Ratte machen wir mal mit dem Tiger. Ja, habe ich mir beinahe gedacht, Kleintiere, dass die gegen Wildtiere nicht so viel ausrichten können. Effektiv. Jetzt kommt die Ratte wieder mit ihrer Stampede an. Oh, das war ein schöner Crit mit 200. Sehr schön. So, jetzt können wir uns auch noch um die Bärchen hier kümmern. Die sind es nicht. Das sind hier diese rosa Bärchen, die ein bisschen verpestet aussehen. Und da scheint auch der See zu sein, aus dem die trinken. 6 Stück müssen wir davon töten. Das kriegen wir doch sicherlich... Ach, schade. Ach ja, stimmt. Wir sammeln ja sofort von allem ein. Was haben wir denn hier im Boden. Irgendein Artefakt. Das heißt, wir können es aber noch nicht entschlüsseln, was das ist. Ich denke mal, da kriegen wir noch eine Folgequest für, dass wir das... Was zur Hölle? Was zur Hölle ist denn hier auf der Minikarte los mit den Haustieren? Ist ja der Wahnsinn. Alles vollgefropft. So, 2 Bärchen müssen wir noch. Und dann können wir, glaube ich, sofort schon wieder zum nächsten weiter. Zu den Furbolgs. So, auch den haben wir. Graue Gegenstände können wir zwar nicht mehr gebrauchen, aber die können wir ja dann immer noch verkaufen, sobald wir mal wieder verkaufen müssen, weil im Moment sieht es ja da ja ganz gut aus mit 24 freien Taschenplätzen. So, damit ist der fertig. Was haben wir da? Die Meister, da müssen wir bei der Meisterglewe sein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier durchkommen irgendwie. Vielleicht auch lebendig. Ach Mann, war ja klar, dass ich gerade eben aufsteigen will auf mein Pferdchen und dann sowas. Oh, der Bär hat aber schon ordentlich Leben gehabt. Wenn ich das richtig gesehen habe, über 1000 Leben hatte der. Gut, auf dem Rückweg sprechen wir dann halt mit dem Furbolg. Aber vorher müssen wir mal eben gucken, dass wir die Meisterglewe finden. Ist die hier unten? Tatsächlich, da sind wir ja schon. Können wir uns denn jetzt schon verwandeln? Jo, können wir. Jetzt ist nur die Frage, was sollten wir hier eigentlich machen? Die Schattenhammer-Kultisten beobachten. Das sieht aus, als ob die da hinten eine Versammlung haben. Was zur Hölle ist denn das für ein Viech? Ein Gesichtsloser. Kenne ich noch überhaupt gar nicht. Naja, ist das hier richtig? Jo. Ach was.
Da ist unser Elementar. Ne, Moment, können wir den nicht irgendwie zurückrufen oder tötet der die jetzt alle? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall wurde unser Elementar entdeckt. Ist ja super. Vielleicht haben wir ja Glück und er stirbt, aber ich bezweifle das bald. Kann ich den nicht irgendwie wegrufen? Warte mal. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, den wieder zurückzurufen? Zum Ziel bewegen nicht, angreifen auch nicht. Na, ich glaube, das überlebt er. So ein Scheiß! Unser Elementar ist zu stark. Scheiße, es muss doch eine Möglichkeit geben, das blöde Elementar zurückzurufen. Das gibt's ja gar nicht. Aber irgendwie sind wir hier anscheinend auch noch falsch, wenn ich das richtig sehe. Ne, normal nicht. Ich würde gerne das Elementar zurückrufen. Wie machen wir das denn? Ach so, freigeben. Ja, dann machen wir es doch einfach mal so. Hören uns doch mal den ihr Gelaber an. Warum graben wir die Dinge überhaupt aus, Boss? Hütet eure Zunge, elender Wurm. Ihr werdet so Goss den... ihr werdet so Goss den glitschigen... Keine Ahnung was. Ich hab keine Ahnung. Lest euch einfach selber durch und wie gesagt, pausiert, wenn ihr es nicht so schnell lesen könnt. Dann sollte das eigentlich alles kein Problem sein. Wieso können wir die Quest hier beenden? Das sind schlechte Neuigkeiten. Wenn ihr recht habt, so müssen wir schnell und entschieden handeln. Wir können nicht zulassen, dass Sogos wieder zum Leben erweckt wird. Aha, das ist also der Sogos, der Glitschige. Okay. Verbesserte Beobachtungen. Die Kultisten sind man anscheinend dabei, die Überreste eines Wesens auszugraben, das als Sogos der Glitschige bekannt ist. Vielleicht haben die höherrangigen Kultisten mehr Informationen für uns. Okay, aber woran erkenne ich höherwertige Kultisten? Woran erkenne ich die? Wir gehen einfach mal hier noch einen Tacken weiter. So, bei dem müssen wir aufpassen, dass der uns nicht sieht, weil der hat Verstohlenheit aufdecken. Ja, jetzt hätte er uns sogar fast gesehen. Nur wo zur Hölle sind denn die höherwertigen Kultisten? Hm. Müssen wir mal uns hier ein bisschen lang schleichen. Das sind nur Arbeiter. Ich denke nicht, dass das irgendwelche höherwertigen Viecher sind. Das sind auch nur Arbeiter anscheinend. Das ist jetzt allgemein eine ganz interessante Frage, was wir hier beobachten müssen. Weil ich habe jetzt nur das eine Grüppchen gesehen. Das ist ein Riesenknochen. Oh, shit. Gibt es hier denn irgendwo einen Höhleneingang, dass man da irgendwo rein muss? Ach, hier geht's hoch. Vielleicht müssen wir dahin. Probieren wir das doch einfach mal aus. Das gab es damals auch alles noch gar nicht. Wo wir hier jetzt rumstapfen. Ja, guck mal, da haben wir doch was. Aha, die sind also immer
noch dabei, ihn weiter auszugraben. Oh, der erzählt noch. Achso, nee, der ist immer noch dabei. Gut, damit haben wir die Quest dann auch schon mal fertig. Können dann, glaube ich, zurück ins Lager. Aber vorher gucke ich mal kurz hier in die Kiste rein. Ach, guck. Da haben wir ja sogar was Gutes bekommen. Können wir runterspringen oder sterben wir dann? Ich glaube, ich springe da mal nicht runter. Ich glaube, müssen wir die Tante jetzt erstmal töten. So. Das kommt davon, wenn man mich versucht anzugreifen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Furbolg. Und bevor wir dann wieder zu unseren Hauptauftraggebern gehen.